Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine selbst gehäkelten Dreieckstücher und dann starten wir mal. Und zwar kann ich euch einige auch nur auf einem Bild zeigen, weil ich die schon verschenkt habe. Aber wir starten jetzt erstmal mit denen, die ich euch in Real Life zeigen kann. Zum ersten fangen wir an mit meinem Weihnachtsgeschenk von einer sehr, sehr lieben Freundin. Das ist dieses hier. Das ist zum Teil in diesem Half-Granny-Muster gehäkelt und zum Teil mit dieses Häkelmuster nennt sich Virus. Weil es ansteckend ist, weil es Spaß macht, dieses Muster zu häkeln. Deswegen. Ja. Das wäre mein Geschenk. Das habe ich nicht selbst gehäkelt, wie gesagt. Dann fangen wir an mit den von mir gehäkelten Tüchern. Das wäre dieses hier. Das ist ein Virustuch. Wegen dem Muster, weil es so viel Spaß macht, das zu häkeln. Das ist ein sehr großes Tuch. Man kann sich schön drin einmummeln. In einer wundervollen Farbgebung mit Blau, Grün und Pink-Violett-Tönen. Das war mein erstes Tuch. Kommen wir zum zweiten. Das ist dieses Häkelmuster nennt sich Muschelspitzen. Und da habe ich auch einen kleinen Anhänger dran genäht in Form einer Schneeflocke. Und das war ein Glitzergarn, wie man sieht. Das Tuch ist nicht ganz so groß, aber in meinen Lieblingsfarben, schwarz und lila. Mit eben diesem schönen Schneeflockenanhänger. So, jetzt kommt mein drittes Tuch, ebenfalls in meinen Lieblingsfarben, schwarz und rot. Hier habe ich auch einen kleinen Anhänger dran genäht, in Form einer Muschel. Und dieses Tuch ist eben auch sehr groß. Man kann sich auch schön drin einwickeln. Und es hat eben so ein eine spezielle Form. Sieht aus wie eine Fledermaus. Hui. Und eben in Schwarz-Rot. Mit diesem schönen Muschelanhänger. So, das waren die Tücher, die ich noch da habe. Jetzt zeige ich euch die es leider nur noch auf dem Bild gibt. So, dann fangen wir an mit meinem ersten Tuch. Dieses Tuch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann. Ja, so kann man es besser erkennen. Dieses Tuch habe ich für meine Mutter gehäkelt. Das ist ein komplettes Half-Granny-Tuch. Mit Quasten an den Abschlüssen. Da habe ich so kleine, aus derselben Wolle, so kleine Quasten noch dran genäht.
Dieses war mein zweites Tuch. Das habe ich meiner guten Freundin Crystal Desdemona zu Ostern geschickt. In Schwarz-Lila. Das ist ebenfalls dieses Half Granny. Nur am Abschluss habe ich die Zierborte quasi mit dem Virusmuster gehäkelt. Kann man jetzt leider auf dem Bild nicht so gut erkennen. Aber das war mein zweites Tuch, was ich gehäkelt habe. Dieses Tuch hat auch wieder das Virusmuster. Das habe ich meiner besten Freundin geschenkt. Das hat diese wunderschöne Farbgebung in diesen Pinktönen. Das war auch eine Heidenarbeit. Ich habe zwei Knäule verarbeitet, damit es auch schön groß wird. Das wäre dieses. Dann habe ich dieses Tuch wieder in Schwarz-Lila. Das habe ich meiner Freundin Crystal Desdemona jetzt letzten Sommer mitgebracht als kleines Geschenk. Das habe ich auch wieder in zwei Arten gehäkelt. Die obere, die lilane Art, ist das Half Granny und die schwarze ist wieder das Virus. Das sind halt so die einfachsten Sachen und sehen auch wunderschön aus, finde ich. Also ist wirklich ein schönes Tuch geworden. Das wäre dieses. Das habe ich aus Merino-Wolle gehäkelt. Dann habe ich noch eins für meine Schwester gehäkelt, und zwar dieses hier, ebenfalls in diesem Fledermausmuster, in ziemlich bunten Farben. Das waren auch zwei Knäule. Ich weiß jetzt nicht, ob es Glitzergarn war, aber ich glaube mal schon. Dieses Muster ist sehr zeitaufwendig, weil die langen Seiten eben ewig dauern, bis man da mal wieder an eine Spitze kommt. Ist dieses Muster ja sehr zeitaufwendig, aber es macht trotzdem Spaß, es zu häkeln. Und das letzte Tuch, was fertiggestellt ist schon, das habe ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt, ist dieses hier. Das hat auch wieder das Muschelspitzenmuster in Orange-Gelbtönen. Leider war diese Wolle sehr schwer zu verarbeiten, weil sie doch sehr leicht und auch sehr rissig war. Aber es ist trotzdem ein schönes Tuch geworden. Es hat auch sehr lang gedauert, bis ich das fertig hatte. Und ich versehe ebenfalls alle meine Tücher mit kleinen Anhängern, wie zum Beispiel Muscheln oder Federn oder dergleichen. So, jetzt kann ich euch noch zwei Tücher zeigen, die noch in Bearbeitung sind. Und das wäre einmal ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwester, ebenfalls in der Virusvariante. Ist auch die Weihnachtsfarben Rot, Grün und Weiß. Das ist, wie gesagt, noch in Arbeit. Da hängt die Häkelnadel noch dran.
Das ist auch eine sehr dicke Wolle, so Chenilwolle nennt sich die. War anfangs hier etwas schwierig zu verarbeiten, aber mittlerweile geht es ganz einfach. So, und dann habe ich noch ein angefangenes Tuch, was ich euch auch gerne zeigen möchte. Und das ist dieses hier. Das ist auch aus einem Glitzergarn. Und das ist auch wieder in diesem Fledermausmuster. Es ist eben ein sehr dünnes Garn. Aber es lässt sich gut verarbeiten. So, das waren meine bisher gehäkelten und noch nicht fertiggestellten Tücher. Zwei nicht fertiggestellte und die anderen sind alle schon fertig und die meisten auch davon schon verschenkt. Ja, das ist so mein derzeitiges Hobby. Das mache ich sehr gerne und es macht auch viel Spaß. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen da lasst und meinen Kanal abonniert. Das wäre auch sehr schön. Und wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao.